einen Tipp geben. Das, was du jeden Tag anschaust und anhörst, das geht in deinen Kopf rein. Mein Mentor hat mir vor 6 Jahren einen sehr, sehr wichtigen Tipp gegeben. Er hat mir gesagt, schau keine Schizoterik an. Da habe ich gefragt, was ist Esoterik? Was ist das denn? Also das spricht Russisch. Esoterik, es gibt Esoterik. Und Schizoterik, das ist so wie Scheißterik sozusagen. Und damit hat er gemeint, dass ich aufhören soll, Sachen zu gucken, die mein Leben nicht betreffen. Ich habe damals zum Beispiel Verschwörungstheorien geguckt und habe da Angst gehabt vom Dritten Weltkrieg. Das ist schon länger her sogar, das war 2012. Da sollte ja Weltuntergang nach dem Maya-Kalender passieren. Und ich sehe halt, dass viele Menschen Inhalte angucken, die ihnen absolut gar nichts bringen, die absolut nichts mit deinem Leben zu tun haben. Und natürlich wirst du dich da auskennen, das gibt dir ein krasses Gefühl. Ich weiß, dass es Außerirdische gibt. Da oben muss es eine Lebensform geben oder ich glaube an Gott. Gott sieht alles und so weiter. Aber letztendlich kümmerst du dich nicht um dein Leben. Du kümmerst dich nicht um deine Kinder, du kümmerst dich nicht um deine Gesundheit, du kümmerst dich nicht um deine Fitness, du kümmerst dich nicht um deine Finanzen, du kümmerst dich um einen Haufen Scheiße. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, hat diese Aussage bei mir natürlich richtig krass reingehauen. Ich war damals Bäcker, ich war halt so, wie ich war. Und auf einmal kommt da mein Mentor und erzählt mir so, hey, du machst nur Scheiße und so weiter. Aber ich habe dann immer mehr so darüber nachgedacht und habe halt gemerkt, dass ich wirklich Angst entwickle, dass gewisse Gehirneffekte, ich habe damals noch nicht Psychologie gelernt, ich habe damals einfach kapiert, gewisse Sachen gehen wirklich in mir vor, wenn ich mir ständig so einen Mist reinziehe. Nämlich zum Beispiel, ich schaue mir etwas an, auf was ich keinen Einfluss habe. Zum Beispiel schaue mir irgendwie Politik an, aber man kann nichts machen, die beschließen dort, was sie wollen und du kriegst halt immer mehr Angst, wenn du dich ständig damit beschäftigst. Oder, ja, man kann wählen gehen natürlich. Oder was weiß ich, in der Verschwörungstheorie, da gibt es ja so viel Bullshit, das ist einfach verrückt. Da kriegst du Angst, oh Gott, Dritter Weltkrieg, Reptiloide und was weiß ich, was alles. Und bin ich halt von dem Zeug weg und habe dadurch dann natürlich viel mehr Zeit gehabt und habe dann angefangen, einfach andere Sachen zu machen. Nämlich genauso wie mein Mentor mir gesagt hat. Mein Mentor hat halt gesagt, mach halt das, was du machen kannst. Und dann habe ich zum Beispiel Kommunikation gelernt, dann bin ich auf YouTube gegangen, habe zum Beispiel meine Angst mal verloren, vor der Kamera zu reden und so weiter. Und habe dann nach und nach mich aufgebaut, habe dann die Beziehung, meine gute Beziehung endlich mal gehabt, ja, weil ich habe vor meiner Frau 11 Jahre gescheiterte Beziehungen gehabt, habe mich da reingelesen, habe da auch, ja, Informationen konsumiert, habe mir halt ganz andere Sachen angeschaut, die mich entweder halt am Anfang beruhigt haben. Ich habe erstmal so esoterisches Zeug geguckt, so ein bisschen zu beruhigen. Danach aktivierende Sachen, die mich in die Handlung gebracht haben. Und nach bin ich halt in eine ganz andere Welt reingeraten. Und diese Informationen, die ich mir da angeschaut habe, gelesen und gehört habe, die haben halt ein ganz anderes Leben geformt. Ja, heute bin ich unabhängig, habe mein eigenes Online-Business, bin Coach, habe mein Haus, kann ortsunabhängig arbeiten und so weiter. Ich habe zum Beispiel dieses Haus sehr, sehr günstig gekauft, weil es einfach außerhalb liegt. Also weil es einfach so ein bisschen dörflich liegt. Und da, wo ich früher gelebt hatte, hätte ich für dasselbe Haus ungefähr 600.000 Euro gezahlt. Und das ist alles halt möglich dank, sagen wir mal, dieser Freiheit. Ich kann auch, wenn ich Bock habe, kann ich mein Haus einfach verkaufen und irgendwo, was weiß ich, nach Australien auswandern und so weiter. Und all das ist möglich geworden, weil ich einfach aufgehört habe, eingeschränkt zu denken. Weil ich aufgehört habe, in Angst zu leben. Und viele Inhalte da draußen sind so gemacht, dass du einfach Schiss kriegst, dass du Angst kriegst. Und dass du dann noch mehr guckst und noch mehr konsumierst und dich informierst. Und kaufst du noch einen Magnet, der dich schützt vor der Handystrahlung. Und zieh noch eine Tüte an. Und was weiß ich was alles und man zieht dich halt rein und die Verarsche ist halt die, dass du das Gefühl am Ende hast, du weißt etwas Besseres. Ich weiß, wie es wirklich ist. Ihr Schafe, macht, was euch die Regierung sagt und so weiter. Ja? Und das ist einfach Bullshit, weil in jedem Land gibt es eine Regierung, das ist absolut normal. Ja? Es gibt immer eine Staatsgewalt, aber viele, viele Leute werden manipuliert und aufgehetzt und Panik wird da geschürt und so weiter. Und dann wird noch gesagt, ja, die Medien machen Panik, alle machen Panik, ja. Es gibt viele Quellen, die Panik machen und ich wünsche dir wirklich, befass dich mit dir, statt mit irgendwelchen Panikmachen. Ich kann dir sagen, jetzt hier 2020 ist fast vorbei und wir hatten ja die Krise und so weiter und ich kann dir sagen, das war mein bestes Jahr. Ich habe mich zurückgezogen, habe an mir gearbeitet, habe die Ruhe genommen, habe das Haus noch weiter ausgebaut. Es war das beste Jahr einfach. Warum? Weil ich mich nicht mit irgendeinem Bullshit befasst
Angst habe, wo ich sowieso nichts machen kann. Ja, natürlich ist die Lage nicht schön, aber was soll ich denn machen? Ich bin nicht Gott. Ne? Und ja, ich wünsche dir auch, dass du andere Inhalte konsumierst, dass du dich auf positive Dinge konzentrierst und auch Zeit mit deiner Familie verbringst. Das tut so gut, Zeit mit deiner eigenen Familie oder mit deinem Partner, wenn du noch keine Familie hast, mit deinem Partner zu verbringen, in Liebe reinzugehen, Kreativität, Spaß zu haben, Ziele zu setzen. Das wünsche ich dir und wir sehen uns morgen im nächsten Video.